Das Wetter bei uns, es wird bestimmt in dieser Woche von vielen Tiefdruckgebieten und immer wieder durchziehenden Tiefausläufern. Die bringen kühle Luftmassen zu uns, die Tiefdruckgebiete dabei dichter dran als die Hochdruckgebiete des erhofften Frühlings. Auf den müssen wir noch ein bisschen warten, aber es ist ja gewiss, er kommt auf jeden Fall. Jetzt haben wir es erst einmal mit kühlen Luftmassen zu tun. Die bringen uns jetzt aktuell sogar ein paar ganz kurze Wolkenlücken. Da ist es mal kurz trocken und ein bisschen heller als im Tagesverlauf. Die Sonne schimmert mal kurz zwischen ein paar Wolkenlücken hindurch, aber eine Stunde Sonne wird nicht zusammenkommen. Gleich ziehen wieder dichte Wolken auf. Heute Vormittag ist es dann schon wieder bedeckt. Es fällt dann zeitweise leichter Regen oder Sprühregen aus den Wolken heraus. Das Ganze wird bis heute Abend andauern. Die Temperaturen heute bei etwa 9 Grad, ein Regenschirm ist heute keine so ganz abwegige Idee. Die Temperaturen in der kommenden Nacht bei 6 Grad. Es bleibt bewölkt. Erst in der zweiten Nachthälfte lockert es kurz mal ein bisschen auf. Morgen früh dann erneut ein paar kleine Wolkenlücken mit der Chance, dass die Sonne mal kurz hindurchschimmert und die Regentropfen auf den Fensterscheiben ein bisschen abtrocknen kann. Aber kurz danach zieht es sich wieder zu. Nachmittags und abends neuer Regen, der von Westen heranzieht. Das Ganze bei Temperaturen um 10 Grad. Wenig Wetteränderung auch in den Folgetagen. 11 bis 12 Grad die Tageshöchsttemperaturen. Dazu bleibt es dicht bewölkt. Am Donnerstag und Freitag wird es noch ein bisschen windiger, aber die Wolkenlücken werden nach und nach ein wenig größer, sodass die Sonne langsam ein bisschen häufiger zu sehen sein wird.